20 gibt er mir nur. Na toll. 2, 2, 1. Das heißt, wir müssen immer am Anfang ein bisschen was rausbrennen. Warte mal, 2, 2, 1. 2, 2. Das macht er mir immer noch den Wert. Keine Ahnung warum. So. Und der hier. Machen wir mal so sicherheitshalber. Das heißt, wir speichern das mal. Jetzt werden wir mal einen anderen Körbel reinsetzen. Ein Ingenieur, wartet mal. Der geht raus. Und Burvey kommt rein. Hallo Burvey. Dann testen wir das mal. Mal gucken, ob er die packen kann. Also ja, ob ich auch so rankomme. Ansonsten muss ich mal schauen wegen einer Leiter. So, wollen wir mal kicken. Das heißt, wir inflaten den mal. So. Machen die Systeme mal an. SAS sollte ich... Ach, der Pilot kann kein SAS verwenden. Das ist ja mal geil. So, das würde noch funktionieren. Auch wenn wir kein 221 haben, aber dann ist das Fallen halt schneller, wie man sieht. Okay, das geht. Dann wollen wir mal deflaten. Deflaten, deflaten. Danke sehr. Dann wollen wir mal den EVA hier. Danke sehr. So, wollen wir mal gucken. Kann er damit was anfangen? Komm, ey. So, bitte mal Raketenrucksack an. Danke sehr. Ach, hier kommt er gar nicht hoch mit Raketenrucksack. Ist doch mal geil. Okay. Revert Flight. Das fängt ja wieder mal super an. Hm? Das fängt ja wieder mal super an. Das heißt, wir brauchen da eine Leiter. Eine Leiter, eine Leiter, eine Leiter. Naja, 2-3 Gramm haben wir ja Luft. Stell Schwerkraft aus, dann kommt der hoch. Nee, so viel will ich auch hier nicht rumschieben, ne? So viel will ich dann auch nicht rummachen, ne? Wie sieht denn das aus, wenn das Ding aufgeklappt ist? Traktionsspeed, Cockpit. Nee, danke. Du mich hier verhindern. Die Leiter hier. So, jetzt. Ach, die geht da raus. Auch cool. Genau. So, retracten, danke. Ist jetzt der noch drinne, der Typ? Ja, ist drinne. Ich will mal noch was machen. Warte mal, wir müssen noch mal was dran bauen. Eine Kleinigkeit will ich noch mal ranbauen. Das heißt... Was ist denn das Leichteste? Ist auch so ein Riesenteil. Octo. Hier wird mir immer die andere angezeigt. So.
Okto, der kleine Okto, ja. So. Ja, jetzt CPU will ich drauf machen. So, dann wollen wir mal gucken. Aus dem einfachen Grunde, weil der macht ja die ganzen Steuerungsgeräte nicht, ne? Genau. So, das heißt, wir werden nochmal hier ausfahren. So, Inflate. Inflate. So, das funktioniert soweit. So, Systeme sind an. Das ist ja schon mal sehr schön. Hoch kommen wir auch. Okay, das hat jetzt nicht so viel Gewicht gekostet. Das ist okay. So, das funktioniert. So, dann heißt, wenn wir mal deflaten. Deflate. Deflate. Dann macht ihr einen IW. So. Ich glaube, wir hätten erstmal vorher, glaube ich, die Leiter rausfahren müssen. Aber ich gucke mal nach, ob wir an die Leiter rankommen. Schauen wir uns das mal an. Okay. So, extende Leiter. Es wird ja aufgespießt. So kann das gehen. So, geht hoch. Ziemlich verhindern. Hallo? Hallo, ich drück hier F. Danke. Oh, ich glaube, der kann ihn nicht packen. Nee. Wir sind jetzt schon ganz nah dran. Nee. Er kann ihn nicht packen. Ja, und dann glitscht er da sowieso rum. Das ist schade, dass wir den nicht packen können. Ja. Das ist natürlich blöd. Das ist saublöd, dass das nicht geht. Das heißt, wenn der Teil draußen ist, dann dürfen die nicht mehr zusammengepackt werden. Die müssen die ganze Zeit draußen sein. So, mal zum Hangar. Muss mal gucken, ob das geht. So, das heißt, jetzt machen wir wieder einen Dings rein. Das heißt, den können wir dann wieder runter machen. Dann kommt ein Pilot rein. Welchen nehmen wir denn? Hier, nehmen wir den einfachen hier mal. Dann verhunze ich mir nämlich nicht hier Jeb, der dann ewig drinnen sitzen muss, sondern dann ist der hier. Danke sehr. Speichern und sag mal bitte raus. Genau. So, und dann brennen wir den bis zu 21,5 leer. Das heißt, wir brennen den jetzt bis 21,5 leer. Das heißt, wir machen das an. Ach, der kann das gar nicht. Der Pilot ist noch... Wieso ist der Pilot nicht drin? Was hat der für Müll hier? Nochmal, revert. Ach ja, ich hab den nur angeklickt, nicht rüber. Na, stimmt. Ja. Das heißt, der geht raus. Der geht rein. Okay, jetzt haben wir ihn. Danke. Ingiros Pilot rein, auf jeden Fall, genau, ja. Schwierige Geburt, aber ich bin einfach zu hype jetzt gerade wegen dem Zeppelin-Effekt. Ich bin einfach zu hype. Das hype nur noch. So, jetzt brennen wir den leer auf 21. Das heißt TR. Und jetzt machen wir den auf 21 alle. So. Ach so, wir haben die Sheets noch an. Mist. Dann geht das ja gar nicht. So, infinite Propellante. Danke sehr. So, jetzt aber. So, auf 21, 22.
Und 21. Gut. Das heißt, das machen wir den wieder an. So, dann wieder aus. Dann machen wir die Dinger auf. Das heißt, der geht auf. Der geht auf. Yes. So, und jetzt geht's wieder los. Das heißt, genau. Düse mal ein bisschen so lang. Machen wir nochmal kurz das hier die Hut an. Weil wenn ich hier Hut anhabe, dann kann ich das sehr schön beobachten, wie wir hier lang düsen. Wir sind irgendwie noch ein bisschen schwerer, kann das sein? Guckt euch das mal an. Wir sind hier irgendwie noch ein bisschen schwerer. So. Dann will ich den Wesen hier abseits stellen. So, dann kann ich die Hut wieder ausschalten. So, und dann können wir wieder bremsen. Dann kommen wir wieder runter. Cool. So, jetzt muss ich mal gucken. Recover nicht. Wir gehen ins Space Center. Jetzt will ich mal gucken, ob die Ballons offen bleiben. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal echt neugierig. Das ist der nächste Test. So, wir sind dann da. Da ist das Teil sogar. Das heißt, wir können mal direkterweise so rein. Dann gehen wir mal auf Fly-Modus. Schauen wir uns das mal an. Ah. Was los? Loading, loading, loading. Tatsächlich. Geil, die sind sogar jetzt direkt da dran. Die sind jetzt sogar direkt da dran. Das sieht ja noch zeppelinischer aus. Ey, wie geil ist das denn? Ey, wie geil ist das denn? Leute, das ist so geil. Das ist so noch richtig geil. Das sieht aus wie ein Riesenarsch. Wow. Ein Glück ist nur der Arsch gekommen, nicht was anderes. Das ist geil. So ist Zeppelin-Feeling aber richtig geil. Warte mal, jetzt. Es ist so hyper. Es ist so geil. The Flying Butt. So, übrigens die kleine Unternehmenstochter von Flying Circus. Es ist aber geil, dass die jetzt direkt davor hängen. Das ist so krass. Perfekter Name für das Teil. Flying Butt, aha, okay. Solange das nicht Flying Butt ist, ist es so krank. Oh Mann, ey.